zum zweiten Teil unserer Vorlesung Biologische Psychologie in der dritten Sitzung. Im ersten Teil der Sitzung hatten wir kennengelernt, wie unser Membranpotential aufgrund einer unterschiedlichen Konzentration von geladenen Teilchen den Ionen zustande kommt und welche Transportmechanismen durch die Zellmembran wir haben. Da haben wir unsere passiven Transportmechanismen, die Ionenkanäle und die aktiven Transportmechanismen, die Pumpmechanismen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir jetzt eigentlich in diesen Veränderungen des Membranpotentials, also dieser Veränderung der elektrischen Spannung hier, Informationen durch so eine Zelle hindurch transportieren können. Diese Idee, dass elektrische Potenziale, elektrische Ströme ganz zentral sind für die Informationsübertragung, die hat eine sehr lange Geschichte. Bereits im 18. Jahrhundert hat beispielsweise hier Luigi Galvani mit sogenannten Froschschenkel-Experimenten gezeigt, dass ein Anlegen einer elektrischen Spannung an einen Muskel dazu führt, dass sich hier diese Muskeln zusammenziehen. Man hat lange Zeit gedacht, dass Informationen in unserem Körper genauso wie Blut durch ganz bestimmte Flüssigkeiten oder durch eine pneumatische Information geleitet wird. Und hier Luigi Galvani war einer der Ersten, der gezeigt hat, nein, hier für diese Informationsübertragung, da ist elektrische Spannung ganz zentral. Diese Idee, dass elektrische Spannung ganz zentral ist für die Informationsübertragung, die wurde dann im nächsten Jahrhundert noch sehr viel weiter gesponnen und weiter bearbeitet, bis beispielsweise Giovanni Aldini sich nicht nur eben mit Froschschenkeln begnügt hat, sondern eben tatsächlich auch hier an Verstorbenen, also an Leichen, Versuche durchgeführt hat. Ganz zentral für diese Forschung war die Entdeckung der sogenannten Voltaschen Säule, also die Entdeckung einer ersten Batterie, also wo ich eben aus einer unterschiedlichen Spannung von unterschiedlichen Stoffen Elektrizität erzeugen kann, dass ich diese Elektrizität speichern kann in einer Batterie und durch Drähte eben hier an einen Körper übertragen kann. Und Giovanni Aldini hat hier eben gezeigt, dass wenn er an einen kürzlich Verstorbenen, ein Hinrichtungsopfer, eine elektrische Spannung anlegt, dann reagieren diese Muskeln hier noch, dann bewegt sich also dieser Körper wieder. Und diese Idee, dass sie tatsächlich dieser elektrische Strom eine ganz zentrale Rolle spielt für Bewegung und für unser Leben, das wurde dann weitergesponnen bei Mary Shelleys Frankenstein. Der Ehemann von Mary Shelley, Percy, der war Arzt. Und der hat seine Lehrjahre verbracht bei einem Schüler von Giovanni Aldini. Der hat also genau diese ganzen Versuche zu dieser elektrischen Aktivität, zu dieser elektrischen Stimulation und dieser Muskelbewegung mitbekommen, hat das dann Mary Shelley erzählt und die hat diese Idee dann in Frankenstein, in diesem Roman weiterverarbeitet, wo ja auch ein Wesen aus Leichenteilen zusammengesetzt wird und dann mittels Elektrizität tatsächlich zum Leben erweckt wird. Also hier war eben dann diese Idee aufgekommen, dass die Elektrizität, die ist tatsächlich so dieser Stoff, der als Lebenselixier hier eine Rolle spielt. Mittlerweile sind wir so ein bisschen weitergekommen. Wir experimentieren jetzt nicht mehr so viel mit Hinrichtungsopfern und wir bauen auch keine Menschenwesen aus Leichenteilen und versuchen, die dann zum Leben zu erwecken. Aber wir untersuchen nach wie vor, welchen Einfluss eigentlich Veränderungen an diesem Membranpotential und an der elektrischen Spannung für Informationsübertragung. Wir können hier beispielsweise uns anschauen, was passiert an einer Nervenzelle, wenn ich hier eine elektrische Spannung direkt anlege. Also wie reagiert ein Neuron, eine Nervenzelle, auf eine elektrische Stimulation? Wir hatten im ersten Teil kennengelernt, dass wir diese Membranpotentialdifferenz messen können, indem wir eine Elektrode ins Innere der Zelle stechen und dann eben die Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle messen. Das können wir nicht nur messen, sondern das können wir auch tatsächlich stimulieren. Also wir können hier mit diesen Mikroelektroden tatsächlich auch eine elektrische Spannung an so eine Zelle anlegen. Und wenn wir jetzt hier
eine Spannung an so eine Zelle anlegen, dann sehen wir hier, dass dieses Membranpotential mit einer ganz bestimmten Reaktion auf, einer ganz bestimmten charakteristischen Reaktion auf so eine Veränderung von unserem Membranpotential reagiert. Hier werden dann sogenannte Aktionspotenziale generiert, wenn ich mein Membranpotential an der Zelle verändere. Und das wollen wir uns mal jetzt genauer anschauen, wie eigentlich diese Aktionspotenziale entstehen und wie wir dann Informationen in diesen Aktionspotenzialen kodieren können. Wenn ich einen Strom an meine Zellmembran oder mein Dendrit anlege, dann breitet sich diese Stromveränderung passiv entlang meiner Zellmembran aus. Das ist die sogenannte elektrotonische Leitung. Diese elektrotonische Leitung beschreibt die Ausbreitung einer Spannung in einer Flüssigkeit. Das ist also ganz ähnlich, wie wenn Sie ein Elektrogerät in eine Badewanne werfen, dann breitet sich auch hier in dieser Flüssigkeit eine Spannung aus. Oder wenn Sie einen Blitzschlag in der Ostsee haben, dann breitet sich auch in der Ostsee diese Spannungsveränderung aus. Diese Spannungsveränderung, die sich ausbreitet, bewirkt die Öffnung von unseren spannungsabhängigen Natriumkanälen. Das heißt, ich lege hier einen Strom an, dieser Strom breitet sich aus. Dieser ausbreitende Strom bewirkt, dass sich das Membranpotential verändert. Dadurch öffnen sich unsere Natriumkanäle, Natrium strömt ein, auch das verändert wiederum unser Membranpotential und so breitet sich eben diese Potentialveränderung entlang unserer Zellmembran aus, aber wird eben mit zunehmendem Abstand hier von unserer Aktivierungsstelle schwächer. Das funktioniert also nur über relativ kurze Distanzen entlang der Dendriten und entlang des Zellkörpers. Das Interessante dabei ist, dass diese Veränderung hier relativ lange anhält. Also das sind keine schnellen Veränderungen, sondern wir haben hier so eine ganz träge, ganz langsame Veränderung im Bereich von 10 bis 15 Millisekunden. Also wirklich relativ lang anhaltende Veränderungen. Und diese Veränderungen, die können sich aufsummieren. Wenn ich also nur einmal stimuliere, habe ich eine kurzzeitige Veränderung. Wenn ich mehrmals nacheinander stimuliere, dann summieren sich diese Veränderungen wie in so einer Treppenfunktion auf und wir haben eine stärkere Summation. Oder ich kann nicht nur einmal stimulieren, sondern kann gleichzeitig mit mehreren Eingängen hier stimulieren und auch so diese Potentialveränderung addieren. Also beispielsweise denken wir dann an unser Konzept von der Synapse. Ich habe eine Synapse, diese Synapse, da werden dann Neurotransmitter freigesetzt. Diese Neurotransmitter führen dazu, dass ligandenabhängige Ionenkanäle sich öffnen und dadurch hier ein Ionenstrom ausgelöst wird. Und je nachdem, wie viele Synapsen ich jetzt an so einer Nervenzelle habe und ob diese Synapsen gleichzeitig aktiv sind, habe ich hier eine Summation von diesen Eingangspotenzialen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was denn diese Summation von diesen Eingangspotenzialen an unserer Nervenzelle auslöst. Schauen wir uns also hier mal so einen ganzen Prozess von einer Veränderung am Membranpotential bis hin zum Auslösen eines Aktionspotentials aus. Also, unser Ruhemembranpotential bewegt sich im Bereich von minus 65, minus 70, minus 80, minus 90 Mikrovolt, in diesem Bereich. Das ist nicht immer fix, sondern das schwankt so ganz leicht um diese Ruhemembranpotentialschwelle, je nachdem, welche Ionen eben gerade jetzt hier vor sich hin wandern. Wenn jetzt hier eine Information eintrifft, beispielsweise durch einen Sinneseindruck, dann verändert sich dieses Membranpotential. Denken wir also beispielsweise an die Rezeptoren in unserer Haut. Das sind, ich hatte es im ersten Teil der Vorlesung erwähnt, mechanosensible Ionenkanäle. Also wenn ich auf meine Haut draufdrücke, dann kommt es zu einer Veränderung an der Struktur der Zellmembran, also an der Form der Zellmembran und dieses Zytokinskelett, also dieses Zellskelett, diese Myelinfasern, die ziehen jetzt an meinen Ionenkanälen, meine Ionenkanäle gehen auf, Ionen strömen hier also ins Innere der Zellmembran ein und mein Membranpotential verschiebt sich ins Positive und ins Negative, je nachdem, welche Ionen jetzt hier waren.
Wenn das jetzt nicht nur an einer Nervenzelle, an einem Eingang passiert, sondern an ganz vielen Nervenzellen und wo ich ganz viele Eingänge habe, dann summieren sich an Nervenzellen diese ganzen Eingänge auf. Ich habe also hier diese räumliche oder zeitliche Summation der Eingangssignale. Und wenn diese Summation der Eingangssignale eine ganz bestimmte Schwelle überschreiten, dann haben wir wiederum eine Aktivierung von spannungsabhängigen Natriumkanälen. Und diese Aktivierung von diesen spannungsabhängigen Natriumkanälen, die bewirkt dann das Auslösen eines Aktionspotenzials. Diese Schwelle, die nennen wir die Aktionspotenzialschwelle. Schauen wir uns also mal genau an, wie so ein Aktionspotenzial entsteht. Die Voraussetzung für so ein Aktionspotenzial ist, dass wir eine Depolarisation der Zellmembran haben. Wir verändern also unser Ruhemembranpotenzial ins Positive. Unser Ruhemembranpotenzial ist im negativen Bereich, beispielsweise minus 65 Mikrovolt. Das verändere ich ins Positive durch einen Einstrom von positiv geladenen Ionen. Also beispielsweise positiv geladenes Natrium oder positiv geladenes Calcium. Also die Voraussetzung ist eine Depolarisation durch ein Eingangssignal, also beispielsweise durch einen sensorischen Reiz. Diese Depolarisation, die summiert sich jetzt auf. Also wenn ich jetzt mehrere Eingänge habe oder zeitlich schnell nacheinander den Eingang habe, dann summiert sich hier diese Depolarisation auf, bis wir eben unsere unsere Aktionspotentialschwelle erreicht haben. Ab dieser Schwelle öffnen sich dann Natriumkanäle. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt gehen jetzt diese spannungsabhängigen Natriumkanäle auf und ganz viel Natrium kann jetzt in das Innere der Zelle einströmen. Dann sind wir am sogenannten Aufstrich, also an diesem exponentiellen Anstieg der Depolarisation hier an der Zellmembran durch Natrium. Wir hatten es im ersten Teil der Sitzung schon kennengelernt, diese spannungsabhängigen Natriumkanäle, die sind nur eine relativ kurze Zeit offen, die sind nur wenige Millisekunden tatsächlich offen, dann gehen die wieder zu. Das heißt, diese Natriumkanäle, die werden nach einer kurzen Zeit wieder inaktiviert. Aber jetzt haben wir eben einen Zustand, dass hier ganz viel Natrium ins Innere der Zelle getrieben wurde. Das Membranpotenzial hat sich also ins Positive verschoben. Wir haben jetzt also im Inneren der Zelle einen Überschuss positiver Ladung. Und dieser Überschuss positiver Ladung, der treibt jetzt das Kalium aus dem Inneren der Zelle nach außen. Das heißt, wir haben hier mit einer leichten zeitlichen Verzögerung, wird hier Kalium aus der Zelle herausgetrieben. Wir haben jetzt hier also die sogenannte Repolarisation. Hier geht also unser Membranpotenzial, verändert sich jetzt wieder vom Positiven zurück ins Negative. Und dieser Austausch von Kaliumionen, der hat eine ganz bestimmte Trägheit. Das heißt, hier fließt jetzt mehr Kalium aus, als eigentlich Natrium eingeflossen ist. Das heißt, wir haben hier eine Hyperpolarisierung, die sogenannte Refraktärzeit oder das Nachpotenzial, wo wir eine stärkere Depolarisierung haben, als wir eigentlich im Ruhezustand haben. Und diese verstärkte Depolarisierung, diese Hyperpolarisierung, die muss jetzt wieder durch unseren aktiven Pumpmechanismus, unsere Natrium-Kalium-Pumpe ausgeglichen werden, damit wir wieder bei unserem Ruhepotenzial ankommen. Sie sehen also, dieses Aktionspotenzial hängt zusammen mit der Dynamik von Natrium und Kalium, mit der Dynamik der spannungsabhängigen Natriumkanäle und auch der Dynamik unserer Natrium-Kalium-Pumpe, wie schnell es diese Natrium-Kalium-Pumpe schafft, wieder zurück auf das Ruhemembranpotenzial zu kommen. Das bedeutet, wenn Sie einmal ein Aktionspotenzial ausgelöst haben, dann dauert es eine ganz bestimmte Zeitspanne, bis Sie das nächste Aktionspotenzial auslösen können. Wir haben hier also eine zeitliche Limitation, die an den Eigenschaften dieser Transportmechanismen der Zelle hängt. Wie kann ich jetzt aber in diesem Aktionspotenzial Informationen kodieren?
Es gibt den sogenannten RAID-Code, also die Codierung von Informationen in der Anzahl von Aktionspotenzialen. Wenn jetzt ein Reiz hier an meiner Nervenzelle ankommt, dann kann ich beispielsweise, ich habe einen ganz schwachen Druck auf meiner Haut, der ist so schwach, den nehme ich überhaupt nicht wahr. Hier wird kein Aktionspotenzial ausgelöst, also hier die Potenzialveränderung an den Nervenzellen reicht nicht aus, dass hier ein Aktionspotenzial ausgelöst wird. Wenn ich hier ein bisschen stärker auf meine Haut drauf drücke, dann ist mein Eingangssignal so stark, dass hier tatsächlich Aktionspotenziale ausgelöst werden, aber eben in Abhängigkeit der Potenzialveränderung relativ wenige Aktionspotenziale. Wenn ich jetzt hier sehr stark auf meine Haut drauf drücke, dann habe ich eine sehr starke Depolarisation, dann werden auch tatsächlich sehr viele Aktionspotenziale ausgelöst. Also ich kann die Stärke des Eingangssignals also kodieren in der Anzahl von Aktionspotenzialen. Je stärker der Reiz ist, desto mehr Aktionspotenziale werden hier ausgelöst. Das ist der sogenannte RAID-Code in der Informationskodierung in Aktionspotenzial. Und das werden wir noch genau kennenlernen, wenn wir uns beispielsweise über das visuelle System oder das taktile System unterhalten. Da wird nämlich tatsächlich Information, also die Helligkeit eines Lichts, wird in der Anzahl von Aktionspotenzialen kodiert. Ein Rückblick oder eine Querverbindung zur allgemeinen Psychologie, da haben Sie vielleicht schon das Konzept des rezeptiven Feldes kennengelernt, wo Sie dann eben je nachdem, auf welchen Bereich unserer Retina ein Licht scheint, werden hier mehr oder weniger Aktionspotenziale ausgelöst. Jetzt habe ich also hier an meinem Axon ein Aktionspotenzial ausgelöst. Der Ort, an dem diese Aktionspotenziale generiert werden, ist der sogenannte Axonhügel, also die Übergangsstelle vom Zellkörper zum Axon. Da finden wir ganz viele von diesen spannungsabhängigen Natriumkanälen. Und jetzt muss ich diese Information ja durch mein Axon hindurch weiter transportieren. Hier eine kurze Zwischeninformation. Diese Axone, diese Nervenzellen und die Axone, die können wir klassifizieren anhand der Dicke und der damit zusammenhängenden Übertragungsgeschwindigkeit. Also, es gibt eine Faustregel, je dicker ein Axon ist, desto schneller wird die Information in diesem Axon übertragen. Sie sehen es hier in Mikrometern, die Dicke von diesen unterschiedlichen Axonen, also der Durchmesser von diesen Axonen und dahinter eben die Leitungsgeschwindigkeit. Sie sehen, okay, je dicker so ein Axon ist, desto höher ist auch die Leitungsgeschwindigkeit. Und anhand dieser Parameter kann ich jetzt ganz bestimmte Klassen von Neuronen definieren, beispielsweise nach Erlanger und Gasser die Einteilung in A-, B- und C-Neurone, wobei wir die A-Neurone nochmal unterteilen in A-Alpha, A-Beta, A-Gamma und A-Delta. Eine weitere Einteilung gibt es von Lloyd und Hunt, die im Grunde das gleiche Schema verwenden, aber sagen, es gibt die 1, 2, 3 und 4 Neurone, wobei wir 1a und 1b unterscheiden. Sie sehen hier schon Lloyd und Hunt, da geht es vor allem um das motorische System, also die Informationsverarbeitung, Informationsleitung an Muskeln und Sehnen. Bei Erlanger und Gasser, da geht es vor allem um das sensorische System, also die Informationsverarbeitung in unseren sensorischen Bereich. Aber das ist eine ganz wichtige Faustregel, ganz wichtige Information, die Sie mitnehmen müssen. Je dicker ein Axon, desto schneller wird hier Information transportiert. Und was Sie hier auch sehen, bei Lloyd und Hunt, bei 4 marklos, das bedeutet, dass Axone, die nicht myelinisiert sind, also Axone, bei denen hier keine Gliazellen eine Isolation um das Axon bereitstellen, die leiten am langsamsten. Das sind auch in der Regel die dünnsten, aber diese Myelinisierung, die bewirkt eben, dass die Informationsleitung deutlich schneller wird. Schauen wir uns jetzt mal an, wie eigentlich dieses Myelin diese Informationsweiterleitung beeinflusst. Wenn wir uns jetzt unser Axon anschauen, dann ist unser Axon eigentlich genauso aufgebaut wie unser Axonhügel. Wir finden hier entlang des Axons viele spannungsabhängige Natriumkanäle und passive
Ionenkanäle, also passive Kaliumkanäle. Also diese Kaliumkanäle, die sind eigentlich immer offen und hier kann das Kalium eben frei sich bewegen. Diese Natriumkanäle, die gehen nur zu ganz bestimmten Situationen auf, nämlich wenn sich hier eine Potentialveränderung findet. Also angefangen am Axonhügel, da finden wir unsere spannungsabhängigen Natriumkanäle. Da kommt es jetzt eben zu einer Potentialveränderung, die summiert sich auf bis zur Aktionspotentialschwelle. Dann gehen unsere Natriumkanäle auf, unser Aktionspotential wird aufgelöst, aber unsere Natriumkanäle, die haben jetzt eben eine ganz bestimmte Ruhephase, die gehen also kurz auf und gehen dann gleich wieder zu und bleiben eine ganz bestimmte Zeit nicht aktivierbar. Das heißt, wir haben hier an der einen Seite von unserem Axon, da haben wir Natriumkanäle, die sind sozusagen verbraucht, die sind ermüdet, die sind aufgegangen und sind auch wieder zugegangen und können jetzt erstmal eine Weile lang nicht aktiviert werden. Auf der anderen Seite vom Axon, da haben wir noch unverbrauchte, frische, bereite Natriumkanäle. Die können also weiter aufgehen. Das heißt, unsere Potentialveränderung, die kann sich nur in eine Richtung entlang unseres Axons ausbreiten. Das ist also der Unterschied zwischen der elektrotonischen Leitung und der Leitung entlang des Axons. Die elektrotonische Leitung, Sie erinnern sich nochmal, das ist die Ausbreitung der Spannung entlang der Dendriten und entlang des Zellkörpers. Das ist eine relativ langsame Ausbreitung, auch unter Beteiligung von spannungsabhängigen Natriumkanälen, aber eben hier eine sehr, sehr langsame, sehr träge Ausbreitung von diesem Potential, die auch sehr schnell wieder abfällt. Hier im Gegensatz dazu, die Weiterleitung von diesem Aktionspotential, die geht eben nur in eine Richtung, also elektrotonische Ausbreitung in alle Richtungen, Aktionspotential nur in eine Richtung und die geht relativ schnell. Also da haben wir tatsächlich schnelle, kurzzeitige Veränderungen von diesen Natriumkanälen. Dadurch kommt es eben zu einer schnellen Veränderung von diesem Membranpotential und hier kann eben dieses Aktionspotential dann in eine Richtung entlang des Axons relativ schnell weiter wandern. Es bedeutet aber trotzdem, wenn hier in einem nicht myelinisierten, also einem marklosen Axon, das Aktionspotential weitergeleitet wird, dann müssen wir quasi für Natriumkanal um Natriumkanal ganz kleine Schritte entlang unseres Axons gehen. Und hier kommt jetzt unser Myelin ins Spiel. Diese Umwicklung, diese Myelinisierung um das Axon drumherum bewirkt, dass sich diese Potentialveränderung im Axon weiter ausbreiten kann. Muss also nicht hier mühsam von Natriumkanal zu Natriumkanal springen, sondern die kann sich unterhalb dieser Myelinisierung, unterhalb dieser Isolation entlang des Axons ausbreiten, kann also diesen Weg, den das Axon isoliert, quasi überspringen. Es kommt also hier nur dort zu diesem Austausch von Natrium und Kalium, wo eben diese Myelinisierung eine Lücke hat, also an diesen sogenannten Ranvierschen Schnüren. Schauen wir uns mal diese Ranvierschen Schnüringe und diese Myelinisierung in der Mikroskopaufnahme an. Dann sehen wir hier für das periphere und für das zentrale Nervensystem das Axon in schwarz in dieser mikroskopischen Aufnahme mit M bezeichnet. Sehen Sie die Myelinisierung und dazwischen mit ND bezeichnet den Node, also diesen Einschnitt in der Myelinisierung, das sind die sogenannten Ranvierschen Schnüringe. Und an dem Ort von diesen Ranvierschen Schnüringen, da finden wir ganz, ganz viele spannungsabhängige Natriumkanäle. Also da finden wir eine hohe Konzentration von diesen Natriumkanälen. Unterhalb von dieser Myelinisierung wird die Spannungsveränderung quasi passiv weitergeleitet und immer an diesen Ranvierschen Schnüringen wird sie quasi dann wieder verstärkt. Das heißt, unser Aktionspotential breitet sich also sogenannte saltatorisch aus, springt also von Schnüring zu Schnüring und unterhalb unserer Myelinisierung breitet sich diese Potentialveränderung aus und in Abhängigkeit der Öffnungseigenschaften von unserem spannungsabhängigen Natriumkanal wird dann das Aktionspotential in eine Richtung entlang unseres Axons weitergesprungen, also springt quasi von Schnüring zu Schnüring. Wenn jetzt diese Myelinisierung aufhört oder abgebaut wird, dann haben wir wiederum unsere
passive, unsere langsame, mühsame Weiterleitung für Natriumkanal zu Natriumkanal. Also hier so eine verlangsamte Weiterleitung. Ganz zentral eben für dieses Aktionspotenzial ist das Zusammenspiel zwischen den spannungsabhängigen Natriumkanälen und den passiven Kaliumkanälen, durch die Kalium immerhin durchwandert. Damit sind wir am Ende der heutigen Vorlesung. Das Lernziel heute war, dass Sie kennenlernen, wie eigentlich Informationen in einer Zelle transportiert werden. Das wichtige Stichwort hier für die Informationsübertragung sind die elektrischen Potenziale, das Ruhemembran oder das Membranpotenzial an unserer Nervenzelle. Dieses Membranpotenzial basiert auf der unterschiedlichen Konzentration von geladenen Teilchen, unseren Ionen. Und diese Ionen, die können nicht durch unsere Zellmembran hindurchwandern, dafür brauche ich Öffnungen in unserer Zellmembran, also beispielsweise Ionenkanäle oder Pumpen. Die Veränderung des Membranpotenzials entlang der Dendriten und entlang des Zellkörpers nennt man elektrotonische Ausbreitung. Hier breitet sich also eine Veränderung des Membranpotenzials in alle Richtungen aus. Diese Veränderung summiert sich dann am Axonhügel auf, bis sie eine Aktionspotenzialschwelle überschritten hat. Dann wird unter Steuerung von spannungsabhängigen Natriumkanälen ein Aktionspotenzial ausgelöst und dieses Aktionspotenzial kann dann unsere Nervenfasern, also unsere Axone, entlang wandern. Und diese Axone, die unterscheiden wir anhand von Myelinisierung oder Nichtmyelinisierung oder der unterschiedlichen Dicke der Axone. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und nächste Woche sehen wir uns dann wieder.